Sag einfach Bescheid, wenn du aufnimmst. Ich nehme jetzt auf. Ah, du bist gerade eine Aufnahme drin, oder was? Nein, jetzt habe ich gerade gestartet. Ah, du hast jetzt gestartet. Okay, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf Mikes Kanal. Wir spielen heute... Amogus. So, wir spielen noch eine Runde. Ingi spielt diesmal mit. Michael ist dafür weggegangen. Let's go. Ja, aber Ingi wollte eigentlich keiner. Ich hab den hierher reingezwungen mit der Gun. Und ja, er legt mein Dick oder so, keine Ahnung. Das ist eigentlich. Oh, los geht's! Eigentlich ist das meine Sache, Leute, eine Gun anzuhalten. Los geht's! Und so ja. Schnell können. My Gedärme! Keep exploding! Probleme bekommen. Jetzt die anderen My balls keep exploding. Also, leg los! Don't stop! Drop the beat! Lass den Beat fallen! Lass den Beat fallen! Können wir über was Lustigeres reden? Die Hälfte eurer Zeit ist um. Abogus. Abogus. Es gibt ein Wort, es gibt zwei Wörter, die im Leben alle Türen öffnen. Ziehen und drücken. Wo ein Mensch, da ein Wille. Car. Wer ist Car und warum hat er noch nicht fertig getrunken? Es wird kalt. Max! Trink aus, schnell bevor es kalt wird. Ist Max noch da? Ja, ist kalt. Toll. Gut das gemacht. Ist kalt na toll, Max. Max! Ja. Ah, du machst es da. Dort seht ihr jetzt die Probleme der Such dir einfach das aus. Fantastisch. Ich hab so eine gute Idee. Genau richtig. Das ist der Wer bis Mittag schläft, spart sich eine Mahlzeit pro Tag. Wow. Ihr seid alle Naturtalente. Genau das wirklich. Wollte ich auch gerade sagen. Okay, bringen wir es zu Ende. Gib deiner Erfindung einen Namen. Bringen wir es zu Ende mit der Gun. Und einen schicken Slogan. Irgendwas, wozu die Leute sagen, nehmt all mein Geld. Nehmt sofort. Auf geht's. Okay. Kaufen. Max. Max! Nicht schon wieder! Ich bin Steffen. Meine Güte. Schreib jetzt mal. Jetzt kommt das Lustigste. Mit unserem tollen Präsentationsbild vorstellen. Okay, Danny, geh bitte nach vorne zur Klasse. Zeig uns, was du vorbereitet hast. Okay. Also, ne? Ihr kennt das doch auch, ne? Ihr wollt den Fan von Mike. Also jemand hat mir diesen Zettel hingelegt, wo drauf steht, ich bin immer gierig nach den Fame von Mike, ne? Und also dazu muss ich sagen, bevor du famous werden kannst, musst du dies zuerst lernen. Lesen und schreiben. Sprachen lernen. Bubble! Aber das ist nichts Neues, Danny. Ja, Danny, das ist Ingi schon. Okay, Ingi, geh bitte nach vorne und zeig, was du vorbereitet hast. Okay. Gut. Ja. Kennt ihr es auch? Ja, Zeit. Das ist von dir. Hier Explorer zu gucken. Dafür gibt es eine sehr wichtige Erfindung, und zwar der Hutfernseher. So sieht der ganze Spaß aus. Eine VR-Brille, sagst du? Damit ihr auch. Und das ist auch, damit ihr jederzeit die Tenet-Habis gucken könnt. Ja, aber es geht auch um nochmal die Explorer. Seht ihr den Amogus? Ja, ich seh den Amogus. Okay, Mützi, jetzt zeig was Lustiges. Okay, warte. Also, folgendes Problem. Ich wünschte, ich könnte Germa treffen. Oh, nun, es ist manchmal so, Germa ist ein sehr großer Streamer und hat deshalb nicht sehr viel Zeit. Deshalb gibt es jetzt eine neue Methode, Germa zu treffen. Und zwar... Das... Egal, ob Germa Zeit hat oder nicht. Sein Haus betreten. Ob so oder nicht. Eine Frage. Ich habe eine Frage. Geht das auf hier umgespielt? Natürlich, das funktioniert nicht bei jedem. Aber ganz, ganz wichtig, ganz wichtig, Leute. Polizeischutz nicht inklusive.
Oh mein Gott! Ey, das war richtig stark. Okay, Max, okay. Also komm, die Haushalt das, schon, das, Max. 9,965 sein muss. Ihr kennt es ja. Es ist immer schwierig, so den euren Kopf zu halten und weil es so schwer ist mit eurer Intelligenz und so und ja. Dafür habe ich eine perfekte Erfindung. Deine Hände! Deine Hände kannst du einfach deinen Kopf nehmen. Es funktioniert wirklich! Ich tue es gerade in real life. Ja, hä, jetzt fällt er mir nicht mehr runter. Hey, dein Kopf geht ja nicht so schnell kaputt wie der Blumentopf. Wow! Ey, Max, das ist wirklich hilfreich. Danke. Aber mir fehlt der Amogus, 1 von 6 Sternen. Okay. Hi, Leute. Warte, wo hab ich das? Ich finde Mike-Bisasam ist viel zu gefährlich. Ich kennt ihn vielleicht von YouTube, diesen Unterstrich-Bisasam, der ist so ein krasser Faker. Und ich hasse ihn einfach. Ich wünschte, er würde einfach rausgehen aus der Stadt. Ich kann ihn einfach nicht mehr sehen. Ja. Und meine Initiative dazu würde ich sagen, wir holen uns Messer, Mist, Gabel und sonst irgendein Zeug, was wir so noch finden können. Und machen ihm Angst und zwingen ihn raus aus der Stadt. Mike, ist das da die Gun von Danny? Kein Mikey Dikey bedeutet kein Cringy Dingy und das ist Supi Dupi. Danke fürs Zuhören. Nein, war es nicht. Es war eine eigene Gun. Ja, Mike unterstrich Bisasam. Junge, ich hab einfach was Klebriges getrunken und dann hab ich gespuckt, jetzt alles bei der Tastatur. Ich glaub, wir wissen aber alle, was die hilfreichste Erfindung ist. Also, Bubble war schon ziemlich lustig. Oh. Hat auch nicht gewonnen. Sorry, Hase. Mike, kannst du mich auch mal Hase nennen? Ja. Mein Hase. Wow. Oh, was? Ja. Was? Das war das Beste! Oha. Das war alles! Wer von euch soll sich das letzte Problem lösen? Ich! Das Problem aus, das jeder lösen soll. Junge, die steht, glaube ich, auf mich. Ich darf an das andauernd auswählen. Okay. Oh. Guck mal, da im Hintergrund ist der Geist aus Luigi's Mansion 2. Der immer so miau gemacht hat. Okay, ihr wisst es eine Partyspeise drauf diese Harmonika auf. Oh oh. Mike, bald dich. Among Us. Okay, das ist jetzt die letzte Chance, alle zu begeistern. Haltet. Hallo, ich hoffe, ich kann es wieder trinken. Ingi? Ingi, bitte. Ja. Komm. Ja, ja. Kennt ihr das? Immer kommt diese Monika auf eurer Party auf. Dafür gibt es nun die Partytür 3000 Amok! Okay. Das ist ein Gameboy! Diese Tür hält alles auf, aus was aus DLC kommt. Alles! Überzeugt mich nicht. Das ist wie so eine Tür in dem einen Monster-AG-Film. Warte mal. Aber wenn jeder diese Tür anschaut, kriegt man dann sofort Amongler. Oh, scheiße. Genau. Das ist ein bisschen flott. Okay, dann darf ich die Tür nicht anschauen. Schnell weggucken, Leute. Naja, und immer beim Öffnen machst du immer Amongas. Das hab ich's auch. Okay, mit dir zeigt mir was Besseres. Amongus! Ja, ich kann's auch nicht leiden, wenn diese Nuppe Monika auf meiner Party auftaucht. Deshalb habe ich jetzt den Papierkorb. Okay. Zwar ist es, kann man da einfach. Seht ihr Monika einfach reinschieben? Seht ihr, ganz normal. Und dann bang! Und die Monika ist gelöscht. Bang! Und der Schmutz ist weg. Nicht vergessen, den Papierkorb zu entfernen. Max? Okay, deine Shisha geformte Teekanne. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, denn naja, ich hatte dieselbe Idee. Ey, du bist so ein Abgucker, Max. Ein Abgucker. Jedoch brennt der Papierkorb einfach, damit ich es mehr genießen kann.
Anderszahlen mit 10. Aber hey, da bist du voll. Screenshots. Okay, dann. Okay. Also, ihr kennt das doch auch. Ihr wollt eine Party schmeißen, dann kommt diese Monika. Und ihr wolltet sie gerade mit eurer Gun erschießen, aber was ist das? Keine Kugeln mehr. Boah, was mach ich denn jetzt? Ja, mit dem neuen, mit dem Nagel. Könnt ihr euch selber umbringen. Och man, hast du keine Idee mehr? Junge, erstmal Gun, dann Gun 2, jetzt nackt. Junge, die können aber auch nichts machen. Was passiert, wenn man sich mit der Nack versucht selber umbringen? Okay Leute, Aufmerksamkeit, bitte Aufmerksamkeit. Schüler, okay, ich habe da so ein Problem, das kennen wahrscheinlich alle von euch, außer einer von euch. Und zwar immer, wenn ich eine Party schmeiße, taucht diese Monika. Ich würde die so umbringen, wenn ich es könnte. Und da habe ich mir was überlegt. Den Monika Entferner 3000. Ich zeig euch mal, wie das aussehen würde. Und zwar gebe ich Monika persönlich eine Bombe. Was sie natürlich nicht sehen kann, weil es in einem Geschenk verpackt ist. Dazu kann ich einfach nur sagen, beinhaltet keinen Atomschutz für Risiken nehmen. Wir können lesen die Verpackungsanlage und schlagen diesen Arzt oder Apotheker. Die Färb. Okay, ich lese die Färb. Ja, der Rest wird nicht angezeigt. Alles klar, Leute. Jetzt könnt ihr eure Favoriten aussuchen. Leute. Metal, Leute. Alles klar, Leute. Spitzenklasse. Junge, wie hat das gewonnen? Ich hab's als letztes gewotet. Ich auch. Ich fand ich das von Koba fand ich. Junge, Danny gewinnt immer! Mit Nack! Mit Gun! Mit Gun 2 und mit Nack! Ich kann's einfach! Komm, lass noch eine Runde, ich will noch eine Runde. Das ist übelst lustig. Ich sag's mal so, wenn in der nächsten Runde Danny noch irgendeine Gun-Version rausbringt, werde ich das nicht voten. Ich werde das Schlechteste nehmen. Du kannst doch gar nicht voten, ne? Okay, neue Runde. Ja, wenn dir die Gun nicht gefällt, dann kaufst du doch einfach nicht. Ja, aber ich muss alles kaufen. Du leider. Du bist nur neidisch, weil er so lustig ist. Iggy, das Spiel ist geil, oder? Ja! Das ist wirklich eins der besten, wenn nicht sogar das beste Jackbox-Game bisher. Ja. Krass, dieses Game. Nein, ich liebe es. Geld ich wächst nicht auf Bäumen, es wächst im Boden. Die Hälfte der Zeit ist vorbei. Also K mein und J Koma müssen noch. Mann, Koma, so lange! Komm, Mann, Shisha! Ich hab, das wird kalt. Max, du siehst aus wie ein Shisha. Die raucht sogar. Ja. Dort seht ihr jetzt. Nein! Oh Mann! Was denn? Ich hab mich verklickt. Wollte eigentlich auf Undo drücken, bin aber aus irgendeinem Grund, weil ich komplett stupid bin, auf Submit gegangen. Jetzt habe ich ein richtig komisches Bild. Egal. Ich werde es mit dem Titel wieder gut machen. Junge, das Bild sieht so weird aus. Ich kann das nicht zeichnen, aber ich hoffe, es ist trotzdem lustig. Okay, mit Sie, okay, gehen Sie bitte nach vorne an und tragen Sie vor. Folgendes Problem. Ich hasse es. Ich hasse Dating wegen Rausgehen. Das kennen wahrscheinlich viele von uns, die noch nie Sex im Leben gehabt haben und auch noch nie mit einem Mädchen gesprochen haben. Ja. Deshalb habe ich jetzt hier die ultimative Abhilfe, nämlich die Waifu Deluxe. Die Waifu Deluxe ist ein Programm auf ihrem PC. Ich tue das erst gefühlt. Ein Programm auf ihrem PC, mit der sie ganz einfach, ohne rauszugehen, eine fiktive Beziehung führen können. Das ist die Alternative für die moderne Jungfrau. Hat gerade Mützi einfach sein Leben als eine Erfindung gebracht? Ich war gerade im Schlaf, warum hast du mich jetzt geweckt? Nur für diesen Mödsinn? Soll das lustig sein, oder was? Ich hätte gerne eine Frage zu ihrem Produkt. Kann man auch andere Waifus wie Monika auswählen? Natürlich, es gibt insgesamt 500.000 verschiedene Waifus.
Da ist für jeden was dabei. Inklusive Kosten, okay, aber es ist danke für die Antwort. Es gibt jeweils 500.000 Waifus und 500.000 Husbandos. Also für jeden was Zeit dabei. Frage, muss ich dafür extra Geld ausgeben oder sind die von Anfang an dabei? Also DLC. Nun ja, ein paar sind DLC. Also, keine Zeit mehr. Aber, also darauf werden wir später nochmal nicht zurückkommen. Ja. 50 pro Waifu. Okay. Okay. It's your turn. Okay. Ihr kennt das Problem, ihr wünscht, jeder würde sterben, also jeder muss sterben, für uns. Dafür gibt's eine ganz alte Lösung. Der Todeslaser, wer ist das? 13.1. Der Laser. Das ist das Notsignal für Unsichtbar, man. Die Weltvernichtung ist da! Und Fragen? Ich hab Fragen, wie viel kostet das und was hat das für Nebenwirkungen? Kosten tut es genau einen Euro. Einen Amogus? Nebenwirkungen sind. Nebenwirkungen sind Hodenkrebs, Dickdarmkrebs, Mike-Krebs, die Namensänderung in Mike-Bisasam. Oh, und nee, das ist schlimm am Mongol. Monika als Freundin. Alter, schieß den sofort ab. Freundin. Ich sag jetzt Mongo sofort. Als Freundin. Aber du stirbst doch nicht. Du stirbst doch. Und Mützi und Kopa, die wir zusammen mit Monika in Dreier haben. Das sind die nicht. Schieß den sofort ab. Okay, Danny, mach mal. Ich wurde rausgevotet. Also, Leute, ihr kennt doch sicherlich das Problem, ihr geht arbeiten, aber niemand beachtet euch. Und dann schaut ihr traurig in die Ecke. Aber genau das solltet ihr nicht tun, denn du musst einfach nur lächeln. Und dann bewundert dich jeder auf der Arbeit. Ich habe eine Frage, funktioniert das auch in der Schule? Nein. Okay. Immerhin sind sie ehrlich. So Leute, im Cobra mal am Start, ich dachte, Freunde, du willst keine Freunde. Chickens, was? Chickens? Junge Ents. Ich zeig mal, was ihr machen könnt. Da geht deine Freunde. 21 cm. Ey, es ist von Goku! Und naja. Das ist bestimmt also Jessica. Und Jessica stehen auf langen Schwätzen, denn ihr wisst ja. Diese Augen, alles die Jessica. Dieses Lächeln, Alter. Oh nein, nicht bewahrt oder bin ich verwerten. Ich übernehme keine Haftungen. Ich übernehme keine. Wenn ich das, was, wenn ich das jetzt bei einer Lolli machen würde, zum Beispiel? Was passiert dann? Ja, danke fürs Zuhören, ich bin jetzt dran. Jail. Da kommt die Polizei. Hi, Jungs, Mädels und Helikopter. Ich habe zu viele Monika. Bildchen im ganzen Haus herumliegen. Ich hasse Monika, wie ihr schon beim letzten Erfindung erraten konntet. Und ja, ich habe da was entwickelt, das ist wunderschön für das, was wir erreichen wollen. Und zwar habe ich den Flammenwender 2099 erschaffen. Er sieht ungefähr so aus. Also da wird jemand zu eurem Haus kommen, der ungefähr aussieht wie Pyro, aber mit einem Among Us Visier. Und der hat dann dieses neue Gewehr. Es sieht zwar aus wie ein Gewehr, mit was ein riesiges Gewehr XXL, aber in Wahrheit versprüht es Feuer. Und das Feuer trifft nur Papier, nur Bildchen, nur kleine Monika-Bildchen, die aussehen wie dumme Nutten. Ja. Lästige Bildchen im Haus, mach diesen Nutten den gar aus. Ich bin fertig. Ich hab nur eine Frage. Wo ist der Unterschied zwischen dem Flammenwender 2098? Prototyp. Und wo ist der Unterschied zwischen dem und der Gun? Ich bin leider beschäftigt. Ich muss jetzt überlegen, wen ich wählen will. Jetzt macht das Projekt nicht fertig. Nein! Als ob! Kommt schon, der war so. Wo sind denn die 800er? Oh mein Gott. Ingi hat gewonnen. Warte, was? Ingi, oder? Oder?
Eine Gans wieder ausgerückt. Wer sich das letzte Problem aussuchen darf? Ich. Wie wär's ich, denn ich, mit ich. 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 Ja! Yeah, my baby. That's what I'm ready for. That's what it's all about. Es ist nicht lustig, sonst komme ich zu dir nach Hause und ich werde eine ganz sachliche Diskussion mit dir führen. Dann werde ich dich ganz sachlich in dein Bett schmeißen und dich ausziehen. Und dann wird's immer fick, Mann. Fick! Du musst einfach rauspiepsen, ey. Gute Wahl! Meine Freundin zu Hause vergessen. Passiert mir ständig, ey. Ich weiß gar nicht, wie oft mir das passiert, dass ich meine Waifu beim PC nisten lasse. Ingi, geht diese bitte nach vorne und zeigen Sie uns Ihre PowerPoint-Präsentation? Kennt ihr das? Ihr habt vergessen, ihr vergesst ständig eure Freundin zu Hause. Dafür gibt es eine sehr wichtige Erfindung. Den Küchenkoffer Version M.1.K. Köffer. Französisch. Ja, Köffer. Entschuldigung, der Name Koffer war vergeben. Oh. Ja, oh, da können wir leider nicht für. Ja, gut. So. So sieht das Ganze aus. Warum ein bisschen Fotos? Und da drin sind halt jegliche Küchenutensilien drin, die eine gewöhnliche Hausfrau für ihre Küche hat. Sie selbst. Und wenn man noch das Ganze erweitern möchte für das richtige Hauserlebnis, packt man noch den ein oder anderen Staubsauger-DLC dabei. Und nicht vergessen, bloß nicht den Koffer schütteln, sondern sagt ihre Frau das. Ich habe eine Frage. Ja. Oh, okay. Ist so der schöne Mann hinten. Da gibt's einfach die perfekte Lösung. Ja, komm, sag. Mach den Film draus. Was? Freundin allein zu Hause. Das ist so gut, weil wir den Film erst letztens geschaut haben. Bestimmt wird immer im Weihnachten laufen. Bestimmt laufen. Aber nicht im Fernsehen. Warnung, Freunde könnte drogenabhängig werden. Okay. Was ist das? Ich hab eine Frage. Kommt das Räuber-DLC kostenlos mit dazu? Nein. Das kommt aber nicht im Fernsehen. Okay, warte. Was? Naja, also, hi Leute, ich vergesse immer wieder meine Freundin zu Hause. Mich fuckt das so ab, dass ich sie immer wieder vergesse. Und sie hasst mich dafür. Übertriebens. Sie will was mit mir machen, aber ich vergesse sie halt, weil sie halt nur eine Frau ist. Und naja, da habe ich eine Idee. Elektroschocks und Leine und die Frau ist nie mehr alleine. Ich habe nämlich in meiner Erfindung mehrere Elektroschocks und eine Leine angebracht an verschiedenen Körperteilen, damit deine Frau sicherstellen kann, wenn sie dich nicht mehr sieht, dann... Falls sie dich nicht mehr sieht, dann kann sie was unternehmen. Ich nenne das Ganze der Nie mehr alleine 2. Ab morgen können sie es vorbestellen. Das ist aus dem Erstprodukt passiert. Okay, Leute, hallo. Ja, wir hören dich. Bevor wir anfangen, würde ich sagen, dass es sein kann, dass ich lagge, weil meine Verbindung ist gerade kacke. Ja. Also, ich vergesse immer meine... Was vergisst du? Hallo. Ja, hallo. Junge, das macht keinen Sinn. Da. Handschelle Ultra. Ja, wenn es immer leckt, ist halt dumm. Da macht euch selber was wieder draus. Vergessen, nie wieder getrennt. Nie wieder. Ey, das warum ist smart. Warum wir eigentlich alle vollkommen sexistische Sachen bisher? Also. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich kenne das immer. Ich vergesse immer meine Freundin zu Hause. Also das würde ich jetzt sagen, wenn ich das kennen würde, aber ich kenne es nicht. Ich habe keine Freundin, aber ich habe eine Freundin digital. Aber wenn deine Freundin digital ist, dann nimm sie einfach digital mit. Oh. Mit dem neuen Titel DDLC plus DS. Nimm deine Freundin überall mit. Gibt's auch eine 3DS-Variante, wo du es auf 3D stellen kannst und ich ihre Busen 3D sehe? Aber ich... Das war
Ja, was soll ich machen, wenn es laggt, Junge? Ich hab wieder gewonnen, Mike. Es ging nicht. Ich hab wieder gewonnen. Hör auf! Wir spielen eine Runde ohne Danny. Ich will sehen, wer da gewinnt. Okay, ich bin nicht mit.